The Sun and Shield tell the tales of men and their sons and daughters. Threads are woven, encompassing each and every life, birth and adolescence, work and community. Each and everything has its place and is as it should be. Even war. And death. Life here is as punishing as bountiful are its blessings. And then, from the heights of the mighty world tree Yggdrasil, a sprout emerges. Birth and death. All is as it should be. Und damit ein herzlich willkommen, zurück auf dem Kanal mit einem neuen Projekt. Ja, Frozenheim ist am Start, gibt es ja schon eine ganze Weile, ist jetzt aus dem Early Access draußen, ist jetzt richtig veröffentlicht und ich dachte mir so, hast du Bock drauf? Weil einfach Echtzeit, Städtebau mit Echtzeitkämpfen ist eh mein Ding, dazu noch ein Wikinger-Clan. Was will ich mehr? Und damit würde ich sagen, wir werden uns gleich noch das Tutorial angucken. Also wir starten mit dem Tutorial und ich denke mal, wenn es mir dann sehr zusagt, werden wir auch vermutlich die ganze Kampagne durchmachen. Auf jeden Fall mal gucken, wie sich es entwickelt. Und ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es selber habt, ob ihr es selber schon gespielt habt oder ob es euch interessieren würde. So, ja, wir machen das Tutorial. Also ich muss sagen, der Trailer ist ja auf jeden Fall schon richtig schön gemacht. So, für Valhalla. Also, Kamera bewegen via SD, das ist wieder das Übliche. So nah kann ich gleich hinzoomen. Okay, sieht schick aus, ja. Ich muss nur kurz eins machen. Ihr wisst ja, ich bin jemand, der gerne ein bisschen die Sachen besser sieht. Ich weiß, es ist alles ein bisschen größer. Ich kann so die Sachen halt besser auswählen. So, Einheiten auswählen. Einheiten bewegen. Wird vermutlich wie in jedem Spiel sein. Rechtsklick dahin. Natürlich. Ich hoffe mal, es ist laut genug. Mehr Einheiten auswählen. So. Okay, da ist ein Turm. Mit Gegenständen interagieren, klicke mit der rechten Maustaste auf einen bestimmten Gegenstand in der Umgebung, während Einheiten ausgewählt sind, um sie aufzunehmen oder... Okay. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Okay, ich muss... Einstellungen hier noch kurz. Audio. Ich denke mal, die Musik so im Hintergrund kann man auch so ganz gut lassen, denke ich mal. Obwohl es eigentlich doch schon sehr leise ist. Feindliche Armeen aufgetaucht. Gibt den Kriegern den Befehl ausgewiesen. Feindliche Gruppen angreifen. Verwendet die Rauschfähigkeit der Axtmänner, um ihren Vorteil zu verschaffen. Okay. Das heißt, die Leute haben auch Vorteile, okay? Oder Fähigkeiten. Zeitumstellen. Wir können auch schneller machen, das ist okay. Das ist Rausch, okay. Die Kampfkraft, okay. Okay. Man kann auch sehr nah reinzoomen, finde ich cool.
Fähigkeiten nutzen, ja. Okay, wir haben ein Boot, das unter Wasser steht. Schiff entern. Ja, wie gesagt, schreibt doch gerne in die Kommentare, ob es laut genug ist oder ob wir es noch lauter stellen sollen. Seegefechte mit dem... Ja, okay, auch wieder rechts. Ah, die Fähigkeit haben wir Eile und Weitsicht. Ah, ja, okay. Ah, damit kannst du erkunden, okay. Schiffe können einander rammen und dabei ihren Schiffrumpf beschädigen. Wenn danach nicht beide Schiffe zerstört sind, lieferten sich die Mannschaften einen Nahkampf, okay. Okay, das ist cool. Okay, und das war jetzt merkwürdig. Verwende die... Okay, dann legen wir hier an. Ich glaube lieber so von der Lautstärke. Nicht, dass es doch zu leise ist. Lieber ist es erstmal ein Tick zu laut, muss ich sagen. Ach, es gibt Jahreszeiten. Das ist ja geil. Fällt mir gerade drauf. Wie gesagt, also ich habe es schon so oft gesehen bei Steam und dachte mir, ah ja, sieht schon cool aus, aber ich weiß nicht. Und jetzt, ja, dachte ich mir so, ach komm, jetzt ist es raus. Jetzt muss es unbedingt mal testen. Das hier ist das Heim des Jarls. Unerlässlich, um dein Dorf zu erweitern. Wähle es mit der linken Maustaste aus, um die Gebäudereichweite zu sehen. Wenn keine Einheiten ausgewählt sind, wird der Stadtbaumodus aktiviert und erlaubt es dir, Bauwerke zu platzieren. Okay. Okay, die blaue Linie also. Klicke mit der linken Maustaste die Gebäudekategorie an, um die verfügbaren Gebäude anzuzeigen. Klicke mit der. Okay. Wir brauchen Holzfäller wieder. Gebäude für Kampfeinheiten, Produktion, Holzfällerhütte. Ah, die kann man auch noch drehen. Hm, ich hätte sie gern so. Ich bin mal gespannt, ob es wie ein Siedler Wege gibt oder ob die selber entstehen. Jedes Mal, wenn du ein Gebäude platzierst, werden automatisch Arbeiter vom Haus des Jarl erscheinen und mit dem Baubeginn, sobald sie das Gebäude erreicht haben. Okay, gucken wir uns mal an. Okay, du siehst auch, dass sie bauen. Das ist cool. Was ist das verstörend? Okay, merke, nicht hinzoomen, wenn irgendwas danach kommt. Ressourcen werden in einem Bereich um das Sammelbanner herum gesammelt. Aktiviere den Bereichswahlmodus über der Schaltfläche. Ah, da, okay. Und das sollen wir jetzt dahin machen. Okay, dann... So. Um Ressourcen zu sammeln und zu verarbeiten, musst du Arbeitergebäuden zuweisen. Arbeiter kannst du über das Gebäudefenster oder das Schnellmenü zuweisen, das du über die Taste Alt erreichst. Die Zuweisung kannst du über das Baufenster wieder verändern. Okay. Alt. Ah, okay. Ich hätte gern mindestens einen Holzfäller. Um deine gesammelten Ressourcen zu nutzen, musst du sie zu deinem Lagerhaus bringen. Das passiert, indem du dem Heim des Jahr Arbeiter zuweist. Zugewiesene Arbeiter werden dann mit dem... Okay. Machen wir auch mal drei... Wie viel haben wir eigentlich? Das eine halt ist die Holzfällerhütte. Auch einen erstmal. Nahrung. Okay. Baue eine Fischerhütte. Und nach der die Fischhütte kann ausschließlich an der Küste gebaut werden. Die Produktion der Windmühle hängt von der Größe des Felds ab. Und die, ja, okay, das macht Sinn. Nahrung? Fischhütte, okay. Die passt sich auch Dings an. Das ist cool. Ich weiß nicht, es hat so ein bisschen so Siedler 2 Vibes für mich. Aber mal gucken. Aber ich denke mal, wir werden... Ah, okay, die Wege entstehen selber. Auch wie bei Siedler und Foundations. Das ist cool. Ich finde halt auch die Musik so schön passend. Erinnert mich halt auch so leicht an Assassin's Creed. Ah, okay, wir haben jetzt keine verfügbaren Arbeiter mehr. Machen wir da nur einen rein. Sammlergilde. Die Gilde der Sammler trägt Ressourcen aus Vorkommen beschränkter Kapazitäten zusammen. Wenn ein nahegelegenes Vorkommen erschöpft ist, musst du den Sammlungsort zu einem anderen Vorkommen legen, um weitere Ressourcen zu sammeln. Okay, also wie in Age of Empires. Baue die Gilde der Sammler auf und markiere das Gebiet. Okay, Sammlergilde. Sammlergilde hier. Okay, die soll hier hin. Ich hätte gerne noch ein Stück gedreht.
Gut, dass man das Mausrad auch aushängen kann. Ich hätte das auch mal gerne hier ein bisschen langsamer wieder. So, dann wird das jetzt gebaut. Okay. Kann ich mir das Ganze jetzt nochmal angucken. Also wir haben hier die Fischerhütte. Dem müssen wir ja noch einen zuweisen. So. Jetzt haben wir keine mehr, weil schon 4 Leute, aktive Arbeiter, 4. Und da sind 6 Stück. Ah, okay, das siehst du so dann. Ah, ja, okay. Machen wir da doch mal lieber nur einen. Das heißt, wir haben da jetzt... Warte, überall. Genau, dann sieht man, wer wie wo zugewiesen ist. Okay, da wird gebaut. Verfügbare Arbeiter. Aktive Arbeiter 3. Kampfeinheiten 6 Stück. Ah, jetzt okay. Bevölkerung. Um deine Siedlung zu erweitern, ist es notwendig, die Bevölkerungszahl zu erhöhen. Das erreichst du, indem du Häuser baust. Okay. Wie in Age of Empires oder Stronghold. Die mit der Zeit Bevölkerung hervorbringen. Was es dir wiederum erlaubt, mehr Arbeiter zuzuweisen und mehr Krieger zu trainieren. Das ist okay. Gemeinschaftsgebäude. Hier. Haus. Einen kurzen Tick. Wie hätten wir es denn gerne? Ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir sehr gut, auch von der vom Ambiente und der Stimmung her. Jedes Haus hat einen Zufriedenheitswert, der von den Nachbargebäuden abhängt. Höhere Zufriedenheit ermöglicht ein rasches Bevölkerungswachstum und schaltet Aufwertung für das Heim des Jahres frei, die für die Erweiterung der Siedlung notwendig sind. Okay. Baue zusätzlich 5 Häuser in der Nähe des ersten und erreiche den maximalen Nachbarschaftsbonus von 3 für jedes Haus. Tipp, halte die Shift-Taste gedrückt, während du Gebäude platzierst, um an benachbarten Gebäuden anzuschließen. Ah, okay. Also Shift 1, 2, 3, 4. 5. Ja, so. Okay, also wenn ich das jetzt auch gerade richtig gesehen habe, hier entsteht jetzt auch wieder so ein richtiger Weg, aber die Steine und so gehen nicht weg. Das ist echt cool. Wir sind jetzt im Sommer auch schon. Okay, es kommt Sturm. Oh, okay. Okay, die Häuser sind einfach irgendwelche Zelte. Hat auch was. Erstmal Zufriedenheit 3, okay. Wasser erfordert die Nähe eines Brunnens, okay. Unterhaltungswert hängt von der Nähe der Taverne ab, schön. Nachbarschaftsbonus hängt davon ab, der Anzahl der benachbarten Häuser ab. Weisheit hängt von in der Nähe Halle des Ältesten ab, okay. Gesundheit hängt in der Nähe von der Hütte des Heilers ab, sehr schön. Glaube hängt von der Nähe zu einem Tempel oder zu einem Schrein ab, schick. Finde ich cool. Viele Elemente aus anderen Spielen, wo ich sehr viel gespielt habe, wie, was weiß ich, Age of Empires 2, Stronghold, Stronghold's Crusader, Foundations und so weiter. Finde ich cool. Freut mich immer wieder und vor allen Dingen halt, wie gesagt, das Viking-Setting. Ah, das müssen wir noch zuweisen. Ihr sollt Stein abbauen. Und dann sollte man da vielleicht auch noch... Ach, wir haben jetzt 17 Arbeiter. Läuft. Dann hier 3 rein. Hier nochmal welche rein, dann Fischerhütte wäre natürlich ganz gut, weil wir brauchen ja natürlich echt viel Essen. So, ne, da kann ich die Produktion mit anhalten, okay. Und dann würde ich auch mal sagen, nochmal hier ein bisschen. Aber wir haben doch jetzt Dings. Baue 5 zusätzliche Häuser in der Nähe des ersten und erreiche den maximalen Nachbarschaftsbonus von 3. Zufriedenheit des Haushalts 3. 3. 1. Mist. Okay, dann bauen wir hier halt nochmal ein Haus dazu. Das ist jetzt blöd irgendwie. Ach, das zählt so im Umkreis. Ja, okay, das war wirklich dämlich. Kann ich das nochmal abreißen? Dekonstruieren, ja. Entschuldigung.
auch mal kurz bauen. Was gibt's eigentlich für Ressourcen? Also wir haben 0 von 20 Gruppenlimit, dann unsere Arbeiter, 156 Nahrung wird von einem Bauernhof, der Jagdhütte oder Fischerhütte oder dem Obsthain produziert. Okay, es gibt verschiedene Sachen, finde ich gut. Met, Mus, geht nicht anders. Holz, Stein, Stahl. Gebäude aufwerten. Manche Gebäude können aufgewertet werden, indem du den Indikator über dem Gebäude anklickst oder indem du die Aufwertungsschaltfläche aus dem Auswahlfenster verwendest. Okay. Halle des Ältesten. In der Halle des Ältesten kannst du neue Technologien für den ausgewählten Clan entwickeln. Jeder Clan kann Vorteile freischalten, die verschiedene Forschungszweige verbessern. Mit jeder neuen Stufe des Heims des Jahres wird eine weitere Forschungsstufe freigeschaltet. Okay. Dann Halle des Ältesten. Die müssen wir vermutlich wohl drehen, wa? So. Platzt auch noch an diesem Gebäude. Keiner noch ein Stück, nur ein Tick. So, okay. Halle des Ältesten, dann Tempel, Hütte des Heilers, den Brunnen braucht man bestimmt auch noch. Obsthain, Bauernhaus, Windmühle können wir noch nicht. Die werden wir jetzt vermutlich erforschen müssen. Ah, ein Rheinofen. Stahl wird im Rennofen mit Raseneisen und Holz produziert. Okay, dann haben wir noch die Gerberei. Tavernenlager. Trainingsgelände. Boot. Baut ein Boot, das in Einheiten über die Meere transportiert. Das ist okay. Waffenschmiede. Ah, ich bin zu langsam. Clan auswählen. In der Halle der Ältesten kannst du deinen Clan auswählen, um Forschung für einzigartige Vorteile freizuschalten. Ist okay. Was haben wir denn? Clan der Krähen. Der Clan der Krähen gewährt Zugang zu Erkundungs- und Mystikfähigkeiten. Mhm. Clan des Hirsches. Der Clan des Hirsches gewährt Zugang zu Fähigkeiten bezüglich Entwicklung und Ressourcenproduktion. Clan des Bären gewährt Zugang zu Verteidigungsfähigkeiten. Clan des Wolfes gewährt Zugang zu Kampffähigkeiten. Oh je, Mini, das ist ja gar nicht. Elite-Schildträger, Schmiedemeister, Berserker, normale Armee, Quartiermeister, frisches Blut. Was gibt's denn hier so von den Göttern? Für jeden kontrollierten Runenstein sinkt die Unzufriedenheit mit der Zeit. Okay. Fluchtstation. Weisheiten des Loki zeigt alle Positionen des Runensteine auf. Oh Gott, ist das schwierig. Kleines Hirsches, Essensvorräte, Zufriedenheit vor Ort erhöht die Zufriedenheit aller Häuser um 1. Ausgewogene Ernährung. Wir machen jetzt mal den Hirsch, glaube ich. Ich bin mir aber so unsicher. Verteidigung, Meisterbauer, Zähigkeit, bezwingbar. Wir nehmen mal den Hirsch. Armee. Krieger können in der Trainingshalle rekrutiert werden, um sie auszubilden. Ist die korrekte Menge an Bauern und Ressourcen erforderlich? Okay, das heißt, wir bauen jetzt wohl ein Trainingslager. Ejo. Und das Trainingslager. Ich muss sagen, es ist schon interessant. Wir haben Wind. Ach, klasse, es liegt tatsächlich Schnee. Das ist ja cool. Und zwar ganz schön hoch, ne? Und hier entstehen die Wege. Okay, finde ich cool. Ich finde es immer schön, wenn du so... Also wenn die Jahreszeiten sich in Spielen auch wechseln. Ist da überhaupt irgendjemand? Arbeitet hier auch? Nö. Oder was? Kann man die anklicken? Nee. Muss ich das woanders hinlegen? Wenn man das jetzt... Moment! Ich jetzt das so mache. Geht ihr dann arbeiten? Na, wir werden sehen, okay. Habe ich die Produktion aus Versehen angehalten? Jetzt läuft sie. Ja. Ach, die war angehalten. Menschenskinder.
Krieger können in der Trainingshalle rekrutiert werden, um sie auszubilden. Ist die korrekte Menge an Bauern und Ressourcen erforderlich? Ist okay, das hat man schon mal. Verwenden die Trainingshalle, um jede Kriegergruppe auszubilden. Okay. Wir haben Bogenschützen, Axtkämpfer, Speer, Speerträger und dann fehlt noch Schildträger. Okay. Oder mal gucken. Ich muss sagen, es hat schon was auf jeden Fall. Ich finde es schön. Okay. Wird der Schnee... Ihr macht echt Spuren in Schnee. Das ist cool. Ja, zwar nur leicht, aber... Ah, okay, die Fischer siehst du auch tatsächlich. Also auch wie bei Anno. Sehr schön. Gut, da siehst du, manchmal steckt nur ein bisschen Wasser im Boot, das ist egal. Ja, jetzt wird doch gearbeitet. Geht doch. Belagerungswaffe. Belagerungswaffen werden in der Belagerungswerkstatt hergestellt. Um Einsatz der Waffe muss eine Gruppenkriege zugewiesen werden. Okay. Okay, das kannst du nicht. Also du musst wirklich die Leute zuweisen, sonst wird das nichts. Du kannst Siedler im Heim des Jahres rekrutieren. Sie ermöglichen dir einen neuen Außenposten zu bauen oder zusätzliche Fläche für Gebäude bereitzustellen. Okay. Siedler baut einen Außenposten in der vorhergesehenen Gegend. Uns fehlen dafür aber... Ah, 3 Leute. Ist okay. Krieg ich hin. Werden wir einfach mal das Haus auf. Cool. Einmal nochmal aufwerten. Ich auch. Dabei würde ich es aber schon fast belassen. Was sollen wir alle auf? Ach komm, wir werten jetzt alle auf. Kann eine schlechte Idee sein, kann eine gute Idee sein. Wir brauchen auf jeden Fall gleich nochmal Leute. Deswegen heißt, ich spule nochmal ein bisschen. Ein bisschen ganz schnell. In der Hoffnung, dass dann schneller was passiert. Ah, die Häuser sehen auch echt cool aus, muss ich schon sagen. Ach cool. Du siehst tatsächlich auch, wie die Speerträger jetzt ihre Ausbildung machen. Das ist cool. Gefällt mir sehr, muss ich echt sagen. Okay, wir brauchen einen Siedler. Ah ne, wir brauchen 3 dafür. Ist okay. 3. So, haben wir. Also das wollte ich jetzt nicht. Okay, wir haben aufgewertet. Was macht Spaß, muss ich schon sagen. Jetzt lassen wir es lang ein bisschen schneller, bis der Siedler fertig ist. Jetzt sind da die Bogenschützen drin. Ah, cool. Okay, wir stellen die mal einfach zusammen. Euch nehmen wir mit dazu. Was ist da jetzt? Müssen wir hier einen Außenposten bauen? Einen Außenposten platzieren, ne? Das sage ich doch gerade. Um einen Außenposten zu platzieren, musst du einen einzigartigen Skill der Siedler verwenden. Außenposten. Außenposten. Okay. Ich hätte ihn gerne so rum. So, baut einen Außenposten. Verwende den Siedler-Skill, um einen Außenposten in der ausgewiesenen Gebiet aufzustellen. Ist okay. Machen wir. Jetzt sind wir wieder dann im Winter, sind wir noch. Bewegungsgeschwindigkeit der Einheiten. -20%. Schwächere Feinde während des Erkundens. Nahrungskonsum +10%. Kältezufriedenheit -1. Gebäude werden im Winter nicht betrieben. Okay. Was ist denn das? Jetzt Gedönse. Ah ja, da gibt's Feinde, okay. Dialoginteraktion. Manche der interaktiven Elemente starten einen Dialog, durch den du eine Quest beginnen oder Ressourcen gegen Dienstleistungen eintauschen kannst. Okay. Rede mit dem Torwächter und öffne den Durchgang. Ein Tor, das vor allem... Erfülle die Aufgabe des Torwächters, um zu passieren. Ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Einheiten mit. Ich nehme einfach mal alle mit. Ah, ne, ist mir zu heikel. Ich nehme die Speer mit. Hinfort mit euch. Okay, das ist jetzt der Außenposten. Was kann der jetzt?
Ah ja, okay, da können wir dann Wiedersiedler, Gebäude aufwerten. Okay, da hat es dann nochmal Ressourcen. Achso, da draufklicken, ich dödel. Wir lassen dich nicht kostenlos durch. Hier sind deine Ressourcen. Das können wir uns nicht leisten. Okay, dann hier sind deine Ressourcen. Okay, da sind Gegner. Gebäude zerstören. Einheiten können gegnerische Gebäude angreifen, was sie in Flammen aufgehen lässt. Das Feuer kann von Arbeitern, die in einen Brunnen zugewiesen sind, gelöscht werden. Ich muss mal hier kurz anhalten. Okay, halt, falsch. Ich würde mal sagen, hier mal alle auf Angriff stellen. Dann gucken wir uns den Kampf ein bisschen aus der Nähe. Okay, das war jetzt nicht viel. Dann jetzt auf euch. Was haben wir denn jetzt eigentlich hier? Weitsicht. Definieren. Rausch. Präzisionsschuss. Ja, die Musik ist halt auch einfach so genial und passend, hey. Sehr schön. Bildwall. Bildwall. Sehr schön. Definieren, Verursachung. Okay. Ich weiß nicht, wir haben so ein bisschen irgendwie zu viel. Zerstöre das Heilen des Jahres. Ist okay, machen wir hier. Machen wir kaputt, wa? Die schaffen das schon. Ich will nämlich mal kurz wissen, wir haben doch jetzt die Siedler hier, oder? Nee. Achso, die haben das Ding jetzt aufgebaut. Ist okay. Macht ihr auch noch was? Ihr dürft schon mitmachen. Ist voll in Ordnung. Beziehungsweise ihr könntet euch auch um die kümmern. Attackiera! Oh, Präzisionsschuss, Rinden hier hauen. Das sieht schon cool aus. Also auch, dass du so schön nah reinzoomen kannst und genau siehst, was die Einheiten machen. Erinnert mich schon sehr, sehr stark an Age of Empires und so. Alles, was in die Richtung geht. So, dann würde ich mal sagen. Rinden gehauen. Ich bin mal gespannt, ob noch irgendwas kommt wegen den Leitungsstücke bei einer Gerberei oder ist hier heute mehr gestorben. Okay. Ja, by the way. Ob jetzt noch kommt von wegen das mit der Hütte des Seers oder nicht, oder ob das dann in der Kampagne kommt, wir haben gewonnen. Okay, in diesem Sinne würde ich mal sagen, war es das mit dem, mit der Kampagne. Ja genau, mit der Kampagne, das war das ganze Spiel. Nee. War es mit dem Tutorial und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Let's Play wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, liken, liken und Daumen nach oben, natürlich. Ja, Daumen nach oben, wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen natürlich nach unten, hilft auch dem YouTube-Algorithmus, wie ihr wollt. Und, ja, abonnieren nicht vergessen. Ja, könnt auch mal gerne auf Twitch vorbeischauen und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht, in Frozenheim. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Vicky. Ciao, ciao.